Dieses Mikroplastik, der ganze Abrieb. Im Winter stehen die Dinger nur rum und sind immer noch so scheiß teuer. Willkommen zu Teil 2, Windkraftmythen Debunking. In diesem Video halten wir sogar ein Windrad für euch an, um euch zu zeigen, wie echter Vogelschutz in einem Windpark funktioniert. Aber das meistgewünschte Thema war... Warum gibt es das EEG überhaupt? Ressourcenschonen und Klimaschützen. Seit wann? 2000 hat Schröders Regierung beschlossen, das EEG einzuführen. Worum geht es jetzt beim EEG überhaupt? Erstens, bis 2030 wollen wir 80% erneuerbaren Strom am Teil am Netz haben. Der zweite Grund ist, die Erneuerbaren werden bevorzugt ins Netz eingespeist. Heißt, bevor Kohle oder Gas ins Netz kommt, kommt Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Erdthermik. Hier mal das Gesamtkonstrukt. Wir haben ErzeugerInnen, die machen Strom. Fossil und erneuerbar. Die verkaufen ihren Strom an die Netzbetreiber, die den erneuerbaren Strom bevorzugen müssen. Und hier wichtig, für einen festen Preis. Mit diesem Strom gehen die Netzbetreiber an die Strombörse und verkaufen ihn da. Jetzt kann es sein, dass der Preis an der Börse gerade geringer gehandelt wird, wie ihn der Netzbetreiber vom Erzeuger gekauft hat. Je mehr erneuerbarer Strom im Netz ist, desto günstiger ist der Preis an der Strombörse. Und dafür gab es die EEG-Umlage, um die Lücken zu füllen. Wer hat diese Umlage gezahlt? Bis 2022 wir, die VerbraucherInnen. Die Umlage kam nämlich einfach auf den Strompreis drauf. Jetzt versteht man vielleicht die Menschen, die meinen, unser Strom wird durch Erneuerbare teurer. Was man verstehen muss, nicht wegen der Erzeugung. Die Grenzkosten sind hier die Preistreiber. Die wären bei Wind und Sonne nämlich null. Weil, nun ja, beides kostet nichts. Also Wind ist kostenlos und Sonne ist kostenlos. Leider ist es nämlich so, den Marktpreis bestimmt das noch letzte benötigte Kraftwerk. Und im deutschen Fall ist das meistens Erdgas. Und auch wenn Erdgas nur mit ein paar Prozent anteilig am Stromnetz ist, bestimmt das den teuren Strompreis für alle Quellen gleich. Heißt, alles orientiert sich zum Beispiel an 10 Cent pro Kilowattstunde, wenn das Gas Anteil am Netz hat. Obwohl die Grenzkosten bei Ökostrom eigentlich bei 0 Cent pro Kilowattstunde liegen. Wären wir bei 100% Ökostrom, wäre das Konzept hinfällig. Ich versuche es nochmal so einfach wie möglich zu erklären. Je mehr erneuerbarer Strom im Netz ist, desto günstiger ist der Preis an der Strombörse. Desto größer sind die Verluste der Netzbetreiber, desto größer ist die EEG-Umlage. Und somit wirkt es so, als wären die Erneuerbaren Grund für den teuren Strompreis. Klingt paradox, oder? Eigentlich günstig hergestellter Strom ist dann doch wieder teuer für den Verbraucher. Genauso nennt man das auch, das EEG-Paradoxon. 2022 wurde die EEG-Umlage abgeschafft und wurde nicht mehr von den VerbraucherInnen gezahlt, sondern aus der Staatskasse. Erst seitdem kann man eben von Subventionen reden, weil Subventionen nur vom Staat ausgehen. Diese Subventionen werden zum Teil aus dem CO2-Preis gedeckt, aber eben halt auch durch die Steuern, die wiederum wir zahlen. Heißt, diese Lücke im Haushalt muss irgendwie gefüllt werden. Vielleicht müsste man eben dieses Gesamtkonzept Strombörse neu denken. Von den Grenzkosten auf Vollpfosten. Von Grenzkosten auf Vollkosten. Die Gewinner hier wären die Erneuerbaren. Aber unsere Energieministerin sorgt schon dafür, dass wir weiter schön Gas fördern. Cool, Strom bleibt teuer. Punkt 2 von 5. Windenergie ist unvereinbar mit der Industrie und Produktion in Deutschland, weil die nicht flexibilisieren können. Also ich würde sagen, das ist eine kaufmännische Entscheidung, wie du damit umgehst. Aber wenn du einen Strompreis hast, der nicht konstant ist, der fluktuiert, mal teurer ist, weil weniger erneuerbare Energien im Netz sind und mal günstiger, dann möchtest du natürlich möglichst viel von dem günstigen haben und möglichst wenig von dem teuren. Das kannst du dann erreichen, indem du entweder flexibilisierst oder wenn du ein Unternehmen hast, was eben nicht flexibilisieren kann. Und da ist ein Punkt in diesem Kommentar, dann brauchst du eine andere Lösung. Aber es gibt ja Speicher. Es gibt zum Beispiel Unternehmen wie die Glasindustrie, die brauchen einfach konstant eine sehr hohe Menge an Strom, wenn sie die Schmelze mit Strom machen. Und in so einem Fall überlegst du dir dann einfach, lohnt sich ein Speicher, ein richtig dicker Industriespeicher, damit du immer diesen günstigen Strompreis nutzen kannst, egal wann du ihn verbrauchst. Wenn du aber ein Unternehmen hast, das flexibel arbeiten kann, weil es nicht konstant diese Energiemengen braucht, dann kannst du das ja wohl tun und einfach flexibilisieren. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht, wir haben die Alois Müller GmbH besucht, die das Ding einfach durchgespielt haben, mit technischen Gasen, Selbsterzeugen und so weiter. Also Flexibilisierung to the max. Speaking of Flexi, viele von euch haben Flexibird angezweifelt, deswegen dachten wir uns, schauen wir uns das doch mal an mit dem Chef vor Ort. Flexi Maus und Flexi Bird, was ist denn da der Unterschied von den beiden? Flexi Maus ist der Firmenname, weil wir entstanden sind aus einem System, das die Fledermäuse schützt. Flexi Bird haben wir genutzt, weil wir den Vogel schützen wollen. Ist aber der falsche Name fürs Produkt. Wir machen eine Traktorerkennung. Das heißt, der Vogel kommt in den Windpark, wenn der Landwirt die Felder bewirtschaftet. Das heißt, er deckt die Mäuse auf, der deckt die Insekten auf und die Vögel sind ja nicht blöd. Die kommen dann genau in dem Moment her und jagen eben diese Mäuse. Dann muss der
Betreiber einen Vogelschutz gewährleisten. Momentan ist es so, wir erkennen die Traktoren zu nahezu 100%, also wir haben das auch in der Studie nachgewiesen und informieren den Betriebsführer dann darüber, pass auf, hier ist was los auf deinem Feld, bitte entscheide du, was macht dieser Traktor jetzt hat und entscheide, ob du es abschalten musst oder nicht. Und wir trainieren unsere KI jetzt gerade, dass die erkennt, was dieser Traktor auf dem Feld macht und dann soll das Ganze vollautomatisch gehen. Also wir haben zwei Systeme. In dem System sind vier Kameras verbaut, damit wir die 180 Grad um den Windradturm abdecken können. Auf der anderen Seite sitzt das zweite System, auch wieder mit vier Kameras. Wie schnell hält man denn so ein Windrad an? Wenn wir den Befehl an das Windrad geben, dann dauert es 20 bis 30 Sekunden, bis der Rotor so langsam ist, dass die Gefahr für den Vogel nicht mehr da ist. Also die drehen die Flügel aus dem Wind und dann sind die relativ schnell angehalten. Wir halten das Windrad gleich an? Wir können das Windrad gleich anhalten. Und ich schicke das jetzt raus ans Windrad. Oh ja, man hört was. Man hört. Es drehen sich die Flügel aus dem Wind. Ach, Wahnsinn. Und man merkt jetzt schon, dass es langsamer wird. Ja, jetzt steht es ja fast schon. Ach, krass, wie schnell das geht. Also, funktioniert, ne? Das funktioniert, ja. Ich bin echt überrascht, wie schnell das jetzt, also wahnsinnig viel langsamer wurde. Das waren jetzt was, 30 Sekunden oder so, bis der quasi steht? Ja, 20 Sekunden ungefähr. Genau, es ist bei uns grün markiert, Abschaltung ist aktiv und... Das ist ja krass. Das heißt, ich habe immer gehört, man darf nicht hochgehen, wenn es sich dreht. Jetzt dreht es sich ja nicht, ne? Jetzt könnten wir hochgehen, aber wir haben keinen Schlüssel. Wir sind hier nicht beim Betreiber. Ja, ich dachte, ich versuch's halt mal. Keine Chance ungenutzt lassen. Das ganze Mikroplastik hier. Punkt 4 von 5. Der Abrieb. Der Abrieb passiert nicht einfach so, sondern durch Erosion. Heißt, die Dinger, nur weil sie sich drehen, machen kein Mikroplastik hier in die Umwelt. Sondern nur wenn es Starkregen ist oder viel Staub in der Luft ist und die Materialien aufeinander prallen, dann gibt es Abrieb. Die Dinger, kleiner Funfact, drehen sich nämlich nicht nur mit, keine Ahnung, 30, 40 km/h, sondern an den Spitzen bis zu 300 km/h. Und wenn dann eben Materialien aufeinander prallen, gibt es Abrieb. Deutschlandweit sind das im Jahr ca. 70 bis 180 Tonnen Abrieb. Die darf man gerne mal in Relation setzen. Manche Quellen sprechen von über 1000 Tonnen im Jahr. Aber das ist wirklich das Maximale, also wenn sich das ganze Ding hier wirklich abreiben würde. Das entspricht aber nicht der Realität. Die Betreiber sind nämlich selber daran interessiert, die Dinger in Schuss zu halten, weil es nämlich zu Leistungsausfällen von 5% kommen kann, wenn man die Dinger nicht wartet. Um zur Relation zu kommen. Die Windkraft mit ca. 170 Tonnen im Vergleich zu dem absoluten Abrieb-Mikroplastik-Champion, der Reifenabrieb. Mit über 100.000 Tonnen im Jahr unangefochtener Champion. Oder nehmen wir den Abrieb unserer Fußsohle. Ja, die Hornhaut, die ist wurscht. Oder nehmen wir den Abrieb unserer Schuhsohle. Mit über 8.000 Tonnen im Jahr auch deutlich mehr. Es ist natürlich überhaupt nicht schön, dass überhaupt Mikroplastik entsteht. Aber auch hier wird aktiv dran geforscht, die Erosion zu verringern. Wenn du also wirklich Mikroplastik sparen willst, fahr mehr Bahn oder lauf mehr barfuß. Ist zwar im Winter ein bisschen schwierig, wo wir zum letzten Punkt kommen. Im Winter, da stehen die Dinger doch auch nur rum, oder? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass im Winter zu wenig erneuerbare Energien gäbe und zu wenig Wind käme. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil die Info, dachte ich, wäre schon viel weiter durchgesickert. Schauen wir mal hier drauf. Es geht also hier um saisonale Unterschiede und die Sorge, dass im Winter nicht genug erneuerbare Energien verfügbar sein könnten. Hier sehen wir die Zusammensetzung unserer Stromerzeugung nach Energieträger von August 23 bis August 25, zwei Jahre also. Was wir sehen ist, dass die größten saisonalen Unterschiede bei Solar zu sehen sind. Im Sommer super viel, im Winter ziemlich wenig. Das ist klar, im Hochsommer haben wir einfach ein Vielfaches der Sonnenstunden als im Winter. Interessant ist, dass der sonnenärmste Monat gleichzeitig der windstärkste Monat ist. Wir brauchen zwar im Winter auch mehr Strom, weil mehr Leben drinnen stattfindet und wir dieses drinnen eben beleuchten und beheizen müssen. Aber insgesamt ist das nur eine Frage der Aufteilung von Solar und Wind. Insgesamt kann man sagen, wir haben genug Wind für den Winter. Ist kein Problem, wir brauchen einfach nur genug Windräder. Hier ist das Video, wo Patrick mir zeigt, wie ich meinen eigenen Strom erzeugen kann. Und hier ist das Video zur Plus-Energiefabrik in Schwaben. Habt ihr noch weitere Argumente? Ab in die Kommentare damit. Wir freuen uns drauf. Macht's gut, Nachbarn. Ciao, ciao. Hast du schon Windkraftaktien? Ich wünschte. Schon, ne? Das wäre echt ganz geil. Also, hast du die Kommentare gelesen? Einige haben gedacht, ja, also ich hätte echt gern. Weil ja, die Leute denken immer, wir hätten. No-brainer, aber. Wir hätten wirklich gerne. Wo kriegen wir die jetzt? Weiß ich nicht.